Herzlich willkommen, liebe Brettspielgeeks, zu unserem neuen Video. Und heute reden wir über die 10 beliebtesten Spiele gerade auf BoardGameGeek. Und es sind ganz viele neue Titel dabei. Es gibt ein, zwei alte Bekannte, die wir gefühlt jedes Mal in diesem Format sehen. Über die werde ich relativ kurz sprechen. Aber es gibt hier ein paar Titel, die relativ neu sind. Einige, die jetzt bald erscheinen werden. Und deshalb für uns auch sehr interessant werden, weil es auch bei einigen Spielen eine deutsche Lokalisierung geben wird. Deshalb sage ich viel Spaß mit dem Video. Wir fangen an und zwar ist auf Platz 10 das neue Spiel von GMT, die normalerweise so historische Spiele machen, Wargames machen, Spiele, wo ihr sehr viele Regeln lernen müsst. Und die haben jetzt The Plump Island Horror rausgebracht. Das ist ein Defense-Spiel, also wo wir die Insel verteidigen werden gegen allerhand verschiedene Monstrositäten, die dort auftauchen werden. Und ich glaube, was dieses Spiel so stark ausmacht und wieso ich mir das Spiel dann auch in Zukunft anschauen möchte, ist, dass es gar nicht so komplex ist, aber dann, also es ist komplex, definitiv, aber es hat sehr viel strategische Tiefe und zeichnet sich auch zum einen dadurch aus, dass es relativ schwer ist, dieses Spiel zu gewinnen. Falls ihr Dawn of the Zeds kennt, was auch auf Deutsch bei Frosted rausgekommen ist als Solospiel, das ist sozusagen ein Nachfolger von diesem Spiel. Das ist aber nicht Solo, sondern kann man auch mit mehreren spielen. Ich bin mir jetzt tatsächlich gar nicht sicher, ob Dawn of the Zeds nicht auch mit mehreren Leuten geht, aber es war doch sehr solitär. Ein kooperatives Hardcore-Erlebnis, wo ich schon sehr gereizt bin, das auszuprobieren und es wie gesagt von GMT und die kenne ich eigentlich nur dadurch, dass sie halt gute Spiele machen. Die Regeln sind immer schwer, aber hier habe ich in die Regeln geschaut, die sind sehr verständlich und deshalb auch auf der 10 und ist gerade sehr beliebt. Auf der 9 haben wir Schwingenschlag, ja, das neue Spiel von Stonemaier Games, der Nachfolger von Flügelschlag und ja, alle freuen sich drauf, alle sind natürlich sehr gespannt, kann das was? Wird man in einem halben Jahr noch über dieses Spiel reden oder nicht? Es kommt jetzt im Frühling auch auf Deutsch bei Feuerland raus, wir werden uns das mit Wally definitiv anschauen, testen und dann unsere Meinung zu dem Spiel abgeben. Wie gesagt, sehr viele sind richtig hyped auf diesen Titel. Ich freue mich auch sehr, wie das Ganze dann wird, ob es für mich so wird, dass ich dann sage, okay, ich brauche jetzt Flügelschlag nicht mehr. Wobei ich halt noch nicht so weiß, ob ich mit diesem Drachenthema so warm werde, weil es ja so süße Drachen sind. Eigentlich ist das nicht so ganz mein Thema, aber Flügelschlag in komplexer, das huckt mich eigentlich schon, solange es nicht unnötig komplex ist und deshalb auf der 9. Auf der 8 haben wir Heat. Ja, wieso ist Heat auf der 8? Weil jetzt die Erweiterung rauskommt und ich finde sie auf Englisch heißt sie Heavy Rain. Sie kommt natürlich auch auf Deutsch bei Asmodee raus, aber Heavy Rain erinnert mich dann immer an den PlayStation 3 Klassiker, wo man den ganzen Tag nur Jason ruft und ja, auf Deutsch wird's nicht, heißt es glaube ich Platzregen. Und das sind natürlich neue Maps und da wird dann natürlich spannend, ob sich das so durchsetzen wird. Ich persönlich werde mir die Erweiterung natürlich anschauen, freue mich auch drauf, weil eigentlich brauche ich einfach nur neue Maps, das wird eigentlich schon reichen. Eigentlich brauche ich gar keine Erweiterung, ich habe immer noch super viel Spaß mit dem Base Game. Und ja, das ist Heat, falls ihr es noch nicht gespielt habt, unbedingt spielen, ein richtig tolles Spiel. Auch wenn ihr sagt, ich mag keine Rennspiele, weil Wally hat da auch Spaß dran und sie mag keine Rennspiele. Auf der 7, relativ schnell, Arche Nova, immer noch ein Top-Titel. Wieso ist der immer noch hier auf der Hotness? Weil natürlich dann auch ein paar Regelfragen sind. Einige lesen ein paar Forenbeiträge oder diskutieren über Mechaniken, vielleicht auch jetzt von der Erweiterung. Dann kommen wir zur 6, ganz neu und wird jetzt auch bald auf Deutsch bei Asmodee erscheinen. Dune, Krieg um Arrakis oder Kampf um Arrakis, ist das neue Spiel von Cool Mini or Not und ist der Nachfolger von dem Ringkrieg, also diesem Herr der Ringe 1 gegen 1 Brettspiel. Und hier das Ganze im Dune-Universum ist natürlich nicht dasselbe Spiel, aber hat natürlich gewisse Ähnlichkeiten und ich habe da richtig Bock drauf. Ich freue mich, wenn das Spiel endlich rauskommt. Jetzt kommt ja auch bald der zweite Teil raus im Kino. Da freue ich mich richtig und dann mit dem Brettspiel kann man da mit Wally ein paar Abende machen, die dann epischer werden, weil ich denke, bei Dune würde ich sie überreden können. Deshalb meist erwartet und ich habe auch schon ein paar Kritiken da durchgelesen, die sind alle sehr positiv. Natürlich gibt es auch ein paar, die finden es nicht so toll, aber es scheint kein schlechtes Spiel zu sein. Deshalb definitiv, wenn ihr auf 1v1 Spiele steht, es geht glaube ich auch zu viert, aber es ist hauptsächlich 1 gegen 1 gedacht. Dune, Krieg um Arrakis.
Und auf der 5 haben wir Knights. Das ist komplett neu. Das ist ein Flip-and-Ride-Spiel, was halt sich dadurch auszeichnet, dass man auf verschiedenen Techs vorwärts gehen kann. Ja, zeichnet sich nicht wirklich dadurch aus, weil das macht man gefühlt bei jedem Roll-and-Ride. Deshalb ist es mir wirklich ein Rätsel ein bisschen, wieso das so gehypt ist. Wir bauen natürlich thematisch unseren Einfluss auf. Das Cover sieht ganz cool aus, das Spielbrett sieht auch relativ gut aus. Anscheinend kann das mechanisch wohl doch mehr als vom ersten Einblick her hergibt. Deshalb, falls ihr es gespielt habt, gerne mal in die Kommentare damit, wie ihr das Spiel findet. Ach, und übrigens, falls ihr diesen Kanal jetzt schaut und ihr denkt euch, ich gucke die immer so gern, aber ich habe die noch gar nicht abonniert, dann macht das doch einfach mal, kostet nichts und unterstützt uns und gerne auch einen Daumen hoch nach oben da lassen. Und wir machen weiter mit der 4, auch ein neuer Titel, Bloodstones. Das ist vom Designer Martin Wallace, der so Brecher gemacht hat wie Brass Birmingham, das beste Spiel aller Zeiten laut BoardGameGeek und laut Wally und mir. Und das ist ein Brettspiel im Fantasy-Setting, wo wir so Dominosteine haben. Also das sind auch wirklich so Dominosteine und die sind unsere Krieger, die wir dort benutzen werden. Das Ganze ist asymmetrisch, also man kann bis zu 6 spielen und jedes Volk spielt sich komplett anders als das andere und ist halt, Martin Wallace ist auch dafür bekannt, dass er relativ simple Regeln macht, ein relativ elegantes Design, aber dann doch mit sehr viel Tiefe und das ist hier bei Bloodstones wohl der Fall und deshalb, wenn man Wallace-Fan ist und Fantasy-Fan ist, dann sollte man sich das hier mal anschauen. Weiter geht es mit der 3, wieder ein Spiel, das wir schon kennen, und zwar Hegemony, also das Wirtschaftspolitikspiel, das lange dauert und ich nicht gespielt habe und glaube ich auch nicht spielen werde. Ich glaube nicht. Aber Worldfall, was hier nicht mehr auf der Liste ist, das werde ich mir glaube ich bald bestellen. Und auf der 2 ein Titel, über den wir mit Wally ein langes Video gemacht haben, wo wir darüber reden, wie unsere Erfahrungen sind, ob wir euch das empfehlen würden. Das Video mussten wir aber komplett löschen, weil der Ton nicht so funktioniert hat, wie wir wollten. Und deshalb wird es erst die nächsten Tage ein Video geben, wo wir uns dann wieder die Zeit nehmen, über Earthbound Rangers mit euch zu reden. Weil Earthbound Rangers hier auch auf der 2 läuft gerade eine neue Gamefound-Kampagne. Die Erweiterung wird es auch später auf Deutsch bei Frosted Games geben. Ja, und wir spielen gerade mit Wally Earthbound Rangers und ich will nicht zu viel spoilern, aber wir haben Spaß an diesem Spiel mit Kritikpunkten, aber auch positiven Punkten und da werden wir euch definitiv das Ganze nochmal nachreichen als Meinungsvideo, falls ihr Earthbound Rangers nicht kennt. Das ist ein Kartenspiel mit einer Open World, wo wir durch die Gegend laufen, Sachen erleben werden. Das ganze Spiel ist relativ harmonisch und friedlich. Es ist hier nicht so, der böse Magier macht alles kaputt, wie bei fast allen Brettspielen, sondern hier kann man auch mal angeln gehen, ein bisschen entspannen, aber trotzdem hat man Action, weil da Tiere sind und so weiter und so fort. Das ist Earthbound Rangers. Gibt's auf Deutsch bei Frosted Games. Und wie gesagt, jetzt kommt bald die Erweiterung. Deshalb ist das hier auch auf der 2. Ist aber auch sehr gut bewertet, das Spiel. Und auf der 1, im Moment natürlich, ist Triumph. Das ist ein Area-Influence-Spiel. Ich weiß nicht, ob man so sehr auf das Area-Control setzt, aber man muss ja auf jeden Fall die Gebiete haben, halten, das ist so das Ziel und es ist ein Spiel, wo wir bieten werden auf Karten, um diese Karten dann zu nutzen, um bestimmte Gebiete zu erobern. Das Ganze ist von Felnex Games und die machen immer so historische Spiele. Also damals, als ich mehr Zeit hatte, habe ich mir auch deren Kickstarter angeschaut und euch vorgestellt, zum Beispiel wie Domination, dem ist auch Race to the Rhine auf das Spiel rausgebracht. Also schon sehr viele Wargames und das ist jetzt hier halt im Rom. Ja, aber das sind keine Wargames, die so hyperkomplex sind, aber thematisch dann doch einen sehr abholen. Also falls ihr Fans vom Römer-Thema seid, dann schaut euch das Spiel an. So, und das war's mit den Top 10 Spielen, die gerade sehr gehypt sind. Schreibt doch gerne mal, welchen Titel euch davon am meisten interessiert. Und ich schaue dann mal, ob ich den hier in naher Zukunft mit Wally für euch vorstelle. Ich sage danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Christopher von den Brettspielgeeks. Und falls ihr denkt, ich rede gerade schneller, das ist, weil da kommen gerade meine Söhne. Hallo.